Hey Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge von Dyson Sphere Program. Ja, letztes Mal habe ich ja gesagt, dass ich ein bisschen Probleme am Rechner habe. Im Endeffekt habe ich jetzt meine Grafikkarte ausgebaut und habe sie erstmal zurückgeschickt. Habe jetzt eine alte Grafikkarte drin, die leider nicht so viel Leistung hat. Ich werde mal schauen, was sich da ergeben wird. Wir haben letztes Mal bedingt nur dieses Smelter aufgebaut hier. Und werden jetzt schauen, dass wir uns ein bisschen besser verteidigen können auch, weil wir werden gleich wieder angegriffen. Dafür können wir hier ein paar Raketentürme bauen. Oder, ne, normale Türme, Raketentürme kommen wir später. Oder Brennstoff drunter. Munition ist recht einfach zu bauen. Brauchen wir 4 Kupferplatten für einmal Munition, ist ja kein Problem. So, wir können weiter die Forschung laufen lassen. Bauen uns hier mal Raketentürme zum Erforschen. Beziehungsweise, ne, wir fangen mit den Blueprints an. Dann die MK2 Blueprints. Dafür brauchen wir 100 von diesen Computerschaltkreisen. Wir produzieren jetzt erstmal so. Raketentürme haben wir schon mal. Das sind Raketentürme, normale Türme. You've built a Gauss turret. This is a defense facility. It consumes ammo and energy. Sollten es vielleicht auch mal in einer Reihe aufbauen, sehe ich gerade. You can either directly build Gauss turrets on conveyor belts that are built on the ground or use conveyor belts to string Gauss turrets together. Also zu uns mal drehen eigentlich. Weil wir da... Oh. 1, 2, 3. Ja, der ist schon noch falsch platziert. Können wir ein Band nämlich nehmen. Und das Band einfach hier durchjagen. Oben gehen wir jetzt hin, machen hier ein Output. Setzen hier mal zwei Maschinen. Wählen hier die Munition aus. Und tun das hier oben anschließen. Ihr seht, ich kann nichts platzieren jetzt. Brauchen wir hier auf jeden Fall noch Strom. Kann auch auf die Gerätschaften hier im Endeffekt linke Maustaste drauf machen, dann wird sofort gebaut. Weil nicht auf die Drohnen warten im Endeffekt. Die sind immer noch recht träge und langsam. Tourette is short of ammo. Most Tourettes need ammo to fire. Click on a Tourette to open its panel and replenish ammo manually. Of course, it'd be better to constantly supply ammo with conveyor belts.
Settings auf Vollbild machen. So, jetzt produzieren wir die erste Munition. Ihr seht, das Band gibt hier rein und der wird hier geladen mit 5 Stück. Also von mir aus der Angriff gleich kommen. Ihr seht, ich habe die ersten Blutdruck, ich habe die Blueprints für uns freigeschalten. Ich kann das mit Steuerung C was markieren am Ende, was markieren, mit Steuerung V dann wieder hier heißt platzieren. Wenn ich jetzt hier hingehe, wenn kann ich machen, zum Beispiel die Smelter hier nehmen, hierin. Kann hier auf Use Now machen und dann könnte ich es hier wieder platzieren. Und so ist es halt angenehmer zu bauen. Die erste Stufe beinhaltet leider 150 Einheiten. Zweite 300 und so geht es dann weiter hoch 900, 3600 und dann hat man später gar kein Limit mehr. Kann man so groß Blueprints bauen, wie man möchte. So, das ist Reconstruction. Wenn irgendwas kaputt geht durch den Angriff, kann man es dann je nachdem wieder aufbauen. Hier kann man eine weitere Drohne bekommen. Was können wir noch forschen hier Schönes? Dass die Drohnen schneller fliegen, können wir reinnehmen. Vertical Construction brauchen wir die nächste Forschung, das ist kein Problem. Genau. Im Battlefield Analyzer, Analyze Base ist, soviel ich weiß, dafür da, dass die Drohnen, sonst das Zeug vielleicht sogar schneller gebaut wird. Ich weiß es aber gerade nicht genau, werden wir dann sehen. So, jetzt können wir es weiterlaufen lassen. Angriff steht gleich bevor. Aber ich habe mittlerweile auch keine FPS drauf mehr, auch wenn ich nur noch 60 FPS durch die Grafikkarte habe. Ist aber lieber konstanten FPS zu haben, wie dass ich alle paar Sekunden oder alle 10 Sekunden einen Drop auf einen FPS habe. Und macht Spielen auch keinen Spaß. Hier machen wir jetzt noch ein kleines Lager hin für die Munition. Weil wir brauchen für uns hier auch welche. Wenn wir wieder hingehen. Keine Bänder mehr. Wenn wir mal komplett Produktion machen, wir schon Bänder eigentlich, weil wir wollen ja später mehr bauen. Dann können wir jetzt hier Input. Und hier machen wir Output hin. Also sobald das Band dann hier voll ist, kommt alles hier ins Lager rein. Hier können wir beschränken, wie viele Slots wir voll haben möchten. Wenn wir nur eine Reihe haben. Könnte sogar Filter setzen. Ne? Genau. Und somit füllt sich das auf. Bei Kupfer haben wir ja genügend. So, der Angriff steht auch gleich bevor. Als nächstes wollen wir mal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen mehr Strom bekommen vielleicht. Momentan im P drücken, dann sehen wir unsere Produktion auf dem Strom. Gut, wir haben 7,5 Megawatt produzieren wir und verbrauchen 6,5 ungefähr. Jetzt haben wir noch einen kleinen Puffer. Ich könnte mal die Forschung etwas beschleunigen. Okay, mir fehlt Eisen auf jeden Fall. Und Stein. Gut aussah. So, wir wollen ein bisschen, nur noch zwei davon auf jeden Fall haben. So lang das hier abbrechen nochmal, dass wir das mal das hier bauen.
Was können wir jetzt? Ich kann ja die Forschungslabore auf 3 stecken. Aktuell. Geht das alles ein bisschen. Aktuell fehlt uns die Matrix. Ich glaube, unsere Transportmöglichkeit hier ist einfach zu langsam darüber zu ist. Dann nehmen wir einfach noch mal einen, der ein bisschen schneller ist. Oh, wir werden schon angegriffen wieder. Ihr seht, die sind alle voll. Die können wir jetzt mal upgraden. Da können wir mal die Upgrade Facility nehmen. Können wir einstellen, was wir upgraden wollen. Belt oder Sorter. Wollen eigentlich nur Bells upgraden. Schauen wir mal, wo der Angriff herkommt. Er kommt von der Seite. Wir haben unsere Tower stehen. Mit Z können wir in den Kampfmodus gehen. Können wir auch die Einheiten dann angreifen. Genau. Das muss mal kommen. Fehlt nur noch 120 Meter, sind gleich da. Da sind sie schon. Ihr seht, die Tower machen gute Arbeit. Ist ja auch ganz klein nur der Anfang. Ja, Z wollte ich machen. Wahnsinn, lassen die, glaube ich, auch was fallen, aber ich glaube, dafür ist es noch zu klein. Ihr seht, da kommt das nächste. Kann man jetzt hierher baiten. Genau, und das war jetzt im Endeffekt der jetzige Angriff schon. Das Fat Meter ist wieder auf 0. Und wir können wieder beruhigt weiterbauen, bis der nächste Angriff kommt. So, unsere Forschung läuft ein bisschen besser. Ich mal. Ihr seht, jetzt fluktuiert das Power ein bisschen. Mal schauen, habe ich, ob ich das schon erforscht habe. Forschung ist hier gewesen. Technologie, wo ist das denn? Ja, Reclamation, die Plattform habe ich freigeschalten. Dafür benötigen wir jetzt Stahl. Das können wir ganz einfach wieder bauen. Gehen wir jetzt hingehen. Nehmen wir gerade diesen Blueprint hier. Beziehungsweise. Ja. Vielleicht nur das hier haben. Ist das Blueprint, oder? So. Bis now. Das setzen wir jetzt, zum gleich aussieht, hier hin. So, wie ihr seht. Allein dieses kleine Feld waren schon 111 Einheiten. Also wäre das, kann man am Anfang gar nicht groß mit Blueprint arbeiten. Rezept ändern wir hier auf Stahl. Können wir hier kopieren im Endeffekt. Ändern wir das Rezept auch auf Stahl. Ihr seht, ich habe jetzt hier um das Zahnrad, das zeigt man, was jetzt noch fehlen würde, um den Blueprint zu bauen. Also, und dann bauen wir noch ein bisschen was. 17 Sorter brauchen wir. Bauen wir mal 20. Eine Kiste brauchen wir. Und 4 Smelter brauchen wir. Und gleich mal mehr bauen, weil das brauchen wir später eh. Nur mal wegmachen. Das ist hier war so eine Art, ja, Achievement Board sozusagen. Milestone Board, das man alles schon erreicht hat.
Hier mal, mal gucken, ob ich das hier bauen kann. So. You've unlocked auto reconstruction marking. Icarus can now automatically analyze destroyed buildings nearby and mark them as under reconstruction. By default, as long as there are sufficient corresponding items, construction drones will. Also die Drohnen sind sehr, sehr langsam am Anfang. You can also disable this feature in the mecha panel. Then you can only reconstruct manually. Können wir aber hingehen, ne? Bauen einmal ein Band hier hin. Einmal ein Band hier hin. Dann nehmen wir Obviously. Hier, Maschinen. Setzen wir eine hier hin. Dann können wir ein Band nehmen, um es hier lang zu führen. Das hier stellen wir ein dann auf die Bodenplatte. Foundations. Bauen wir ein paar Greifer. Einmal hier rein, einmal hier rein und einmal raus. Jetzt können wir uns Blueprint kopieren und hier entlang ziehen. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen das Band verlängern. Das heißt Lack of Items. Und bauen wir das per Hand einfach. Ja, uns fehlt schon der Reifer. Dafür fehlt uns aktuell Kupfer. Kein Problem, das können wir uns hier holen. Haben wir ja genügend. So, bauen wir uns ein paar Greifer. Aktuell sind einfach nur Grundressourcen, was wir aufbauen. Das dauert, wie gesagt, im letzten Video schon. Das dauert alles relativ lang am Anfang. Weil man eine gewisse Base aufgebaut hat, dass man im Endeffekt dann nur das Zeug abholen muss. Dann kann man auch schön lang bauen. Die Bodenplatten brauche ich, weil ich habe ja hier, warte mal kurz die Veins aus. Hier relativ viel Wasser um mich rum, dass ich gar nicht schön lang bauen kann. Eh schauen, weil hier ist im Endeffekt ein Nord- und Südpol, dass wir dann hier dann von einem Pol zum anderen Pol dann eigentlich Dings bauen, den Bass bauen, weil es doch die breiteste Gerade, die man bauen könnte. Also wir wollen eigentlich dann nach oben bauen oder nach unten beziehungsweise, und hier ist halt alles voller Wasser. Und dafür brauchen wir die Bodenplatten mit, dass wir das schön alles auffüllen können. Und es sieht auch schöner aus, besser aus, wenn dann nicht alles so grün ist und man dann gucken muss, wo das Zeug umfährt und. So. Lass mir hier eins frei. Weil wir brauchen ja wieder Strom. Und Strommast so ein normaler geht ja. Na guckt, hätte ich soll wieder zwischensetzen, sehe ich gerade. Das haben wir schon mal. Jetzt können wir hingehen. Es ist eh alles nochmal, wie ich sah, am Anfang sehr provisorisch aufgebaut. Jetzt können wir hier noch hingehen, das hier mitnehmen. Ja, also schon wieder keine Bänder mehr. Zehn bauen. Also, beziehungsweise ich brauche mehr eigentlich. Hier brauchen wir auch noch Strom. Gerade einfach hier hin. Dann haben wir alle Strom. Hier können wir jetzt rangehen und einmal hier setzen wir so einen Sorter hin. Er ist so ein Splitter.
In Splitter kann man die Varianten ändern, indem man Tab drücken tut. Wie ihr seht, ist es zwei Lane hoch. Dann kann man auch so quer, dass man quer abbauen kann. Ne? Oder halt Standard. Wir werden später, ich mal für unseren Mainbus diese Version nutzen. Dass wir dann oben sozusagen die Mainline laufen lassen können, unten abzweigen können. Aber jetzt für hier reicht es erstmal so zu machen. Können wir einmal hier rausgehen, dann können wir hier hochgehen. Darüber. Dann benötigen wir auf jeden Fall noch hier eine Line. Nee, reicht wieder nicht aus. Wir brauchen wieder Bänder. Hier können wir jetzt mal hingehen. Machen wir ein bisschen anders hier. Gehen einmal hier raus, dann hier rüber. Hier raus. Dahin, falls wir nochmal weg müssen. Einmal hier raus und hier rüber. Hier oben reicht mir ja normaler Ausgang. Hier setze ich einen schnellen ran. Also ich werde mir vielleicht noch mal einen zweiten schnellen bauen. Und den zweiten schnellen hier ransetzen. Hier produzieren wir jetzt Stahl. Beziehungsweise wir machen das anders. Das gefällt mir so ganz und gar nicht. Machen wir weg. Das gefällt mir nicht gar nicht, was ich hier gebaut habe gerade. So, wir gehen hin mit unserer alten gebundenen Methode. Bauen uns einen Splitter. War drin. So, den setzen wir jetzt hier hin. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Ja. Gehen wir das Band hier wieder nehmen. Gehen wir hier rüber. So. Jetzt können wir uns nämlich hier dreimal Export machen. Hier machen wir dreimal Import. Da sieht das Ganze noch schon viel, viel besser aus und viel voller. Es wird wahrscheinlich eh alles nicht reichen. Wir werden wahrscheinlich mehr verbrauchen, wie wir herstellen. Aktuell. So. Aber wie ihr seht, hinten kommt schon mal gar nichts an. Wird alles hier verbraucht. Aber es ist ja nur mal ein kleiner Anfang. So, jetzt gehen wir hier hin. Hier hin. Wir brauchen einmal eine Storage Box. Setzen wir hier hin. Müsste eigentlich ein normaler reichen, ne? Weil das wird gar nicht so schnell produziert. Und es geht eindeutig Strom.
So, Kohle haben wir hier. Ja, wie ihr seht, ich habe hier nicht viel Platz auf meiner kleinen Insel im Endeffekt aktuell. So, wir können sogar Foundation, die Foundation legen, ohne dass man den Boden, dass eine Dekoration oder so ist. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen mit Leck-Dekoration dann im Endeffekt legen. So, jetzt bauen wir mal ein paar Miner. Ich will nur drei bauen, was fehlt uns? Eisen fehlt uns. Ach, wie ihr seht, ich habe gerade darauf geachtet, die Forschung läuft gar nicht weiter. Und was wir weiter forschen können. Okay, wir sehen, es flackert extrem, das heißt, wir haben eindeutig zu wenig Strom. Ja. Wir haben ein großes Stromproblem. Das gucken wir, dass wir das jetzt so schnellstmöglich beheben. Hold R to rotate the mining machine. The more veins it covers, the higher the output. To ignore grid snapping, hold shift. Mach mal nur die zwei hin, das müsste vielleicht reichen. Dann brauchen wir ein paar Schmelzen. Beziehungsweise wir legen zwei Bänder erstmal. Wenn wir nicht wieder Bänder craften müssten. So, dann gehen wir das hier einmal weg. Und wir von hier drauf. Von hier drauf und dann hier drauf. Ihr seht, ich habe jetzt an einem Layer im Endeffekt gegangen, an der Ebene. Macht hier so einen kleinen Knick. Wir brauchen ein paar Schmelzen. Was mal 6 müsste reichen. Da stellen wir ein, dass wir diese Energetic Graphites machen. Okay, mir fehlt schon der Greifer. Dann können wir als Stromproduktion hier ein paar bauen. Bauen wir gerade mal die 6 Stück voll, dass wir können. Da schließen wir erstmal Strom an. Die beiden Miner brauchen natürlich auch Strom. Und wir können uns jetzt. Der craftet noch. Setzen wir uns hier. Die Turbinen hin. A thermal power plant. This kind of power facility consumes chemical fuel. So, jetzt gehen wir hier rein mit Fuel. At all time, so the plant can consistently generate power. Machen es mal nur 4 Loch. Mal gucken, warum der das hier nicht machen tut.
Okay, da ist einer zu wenig. Da haben wir einen großen, haben wir Dings hin. Schnellen. Also ich bin so weit weg, deswegen, weil es zu langsam ist. Je weiter man weg ist, umso länger der Greifer ist, umso langsamer ist es auch. So, was kann ich hier? You can still obtain some silicone by smelting stone ores. In order to collect a large amount of silicone, find a planet with silicone veins as soon as possible. Warum ist mit einem Sorte noch hin? War nur vier nebeneinander? Kann ich hingehen, Steuerung Copy machen? Snow machen? Und das Ganze daneben platzieren. Er kollidiert mit was? Okay, machen wir es mal per Hand. Oh, egal. Jetzt können wir gleich mal gucken, was unser Strom macht. Ich habe nicht genügend Items. So, unser Strom sagt jetzt, wir produzieren 22,6 Megawatt und verbrauchen 12. Also haben wir wieder genügend Strom. Wir haben 60% Auslastung. Das ist unser Stromproblem erstmal kurzzeitig behoben. Bis auf natürlich das eigene Stromproblem. Was brauche ich hier schon wieder? Iron. Wir wollen eine Storage Box. Einen Greifer weiter und mach noch eine Power Plant. Haben wir 8 Powerplants. Gehen wir jetzt hingehen, machen wir mal einen kleinen. Ja, das passt nicht so ganz, wie ich das will. Zwar eng gebaut. Vielleicht komme ich sie hin. Ja. So, jetzt nehmen wir uns hier ein bisschen Graphit mit, dass wir ein bisschen Brennstoff haben für unseren eigenen Mech. Dann setzen wir die letzte Powerplant hin, die wir noch gerade gecraftet haben. Jetzt haben wir übrigens 8 Powerplants, das reicht an Strom erstmal. Wir haben hier einen Teil Platten fertiggestellt, Bodenplatten. Ich tue es jetzt hier ein bisschen begrenzen, dass wir das dann überlaufen lassen. Oh mein, ich genügend brauchen, weil wir haben so viel Wasser hier.
Die Bodenplatten kann ich das Feld mit Plus und Minus größer und kleiner machen. Ich benötige zum Wasser auffüllen Soil, also Erde. Die Erde bekomme ich, indem ich ja ganz mal auf der Erde was baue. Dann bekomme ich einen gewissen Teil zurück. Oder wenn ich auch die Bodenplatten, die Foundation setzen tue, dann bekomme ich auch Soil. Hier baue ich jetzt mit Dekoration, als so grauer Boden. Ich kann das auch ausschalten, dann sieht es einfach nur wie ganz normaler Boden aus. Ich denke mal, ich werde später hauptsächlich mit dem Boden machen, weil das ein bisschen clean aussehen tut. Ja. Wir müssen innen schauen mal, wo wir am besten bauen. Dass wir am Äquator bauen, dass wir immer einen halben Planeten mit Licht haben, dass wir die Solarpanel da drauf platzieren können. Können wir einmal am Planeten rum Solarpanel setzen. Weil der blaue und der rote Strahl ist der Nord- und Südpol. Und wir werden am Äquator dann im Endeffekt auch den Mainbus laufen lassen, weil es eine relativ gerade Ebene ist. Da gibt es keine Überschneidung von Ebenen. Ja. Es haben wir ja heute schon ein bisschen was gemacht. Wir haben einen Angriff überstanden. Wir haben ein bisschen Raketentürme hingesetzt. Raketentürme. Gatling Tower. Normale Munition. Haben die Munition automatisiert. Haben ein bisschen was am Strom gemacht. Haben die Forschung ein bisschen gemacht. Haben die Foundations produziert. Haben Stahl herstellen lassen. Und ja, ich glaube, das war's dann heute auch schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao.